guten Tag. Und ich habe heute frei. Und ja, ich habe heute ein bisschen was vor und nehme euch jetzt einfach mit durch meinen Tag. Wir haben jetzt 10 nach 9 und draußen ist richtiger Nebel. Und ich werde jetzt erst noch mal Wichtelgeschenk einpacken und nehme euch einfach jetzt mit durch meinen Tag und wünsche euch ganz viel Spaß mit meinem Video. So Leute, ich sitze jetzt mittlerweile am Tisch und habe auch schon das Geschenkpapier hier liegen. Und zeige euch jetzt einfach mal schnell, was mein Wichtelgeschenk ist. Und zwar ist es einmal hier so ein Teelicht-Dings, so ein Windlicht für draußen oder für drinnen, wie auch immer. Und dann gibt es da noch einen Schlüsselanhänger mit Karabinerhaken und so ein Dings. Und ja, da sind einfach Palmen drin. Und ja, das hänge ich da ein bisschen mit hin einfach. Und dann einmal noch so ein Glückskeks. Den werde ich auch mit verpacken in das Geschenk. Und hier kommt es jetzt einfach rein. Und ja, wie gesagt, ich werde es jetzt da reinmachen. So, Handykamera wird repariert. Ich habe mein Stativ, glaube ich, gerade kaputt gemacht. Deswegen ist mein Handy rausgeballert. Und ich werde jetzt schneller Teelicht holen. Und ich hoffe, dass das jetzt was wird, weil ich werde jetzt ein Teelicht holen und ich glaube, ich habe meine Dings gerade kaputt gemacht. Ich habe die Federn jetzt, glaube ich, ausgeleiert. Deswegen ist jetzt auch gerade mein Handy rausgefallen und das Teelicht habe ich jetzt auch da. Werde ich jetzt noch mit reinmachen. Und so, jetzt mal schnell an der Seite hier wieder rausfummeln und ins Glas schmeißen. So, es ist das Teelicht ist jetzt drin und ich werde es jetzt so einfach in die Kiste reinlegen. Draufschreiben und werde dann schnell zur Post fahren und werde es dort abgeben. Und ja, ich werde jetzt schnell meine Schuhe anziehen und eine Jacke und wie gesagt, bringe jetzt schnell das Paket zur Post und werde schnell noch mal ein paar Sachen erledigen und einkaufen, weil ich noch was dekorieren wollte. Und da fehlt mir noch ein bisschen was und ja, ich schaue jetzt halt einfach, ob ich das bekomme, was ich alles dafür brauche. Und wir sehen uns dann im Auto. So Leute, ich bin jetzt im Auto und werde jetzt schnell losfahren und melde mich dann, wenn ich wieder dort angekommen bin. Leute, das Paket ist jetzt weggebracht und ich werde jetzt noch mal schnell mein DM fahren und mir da ein bisschen was besorgen
und melde mich dann daheim wieder. Ich bin jetzt im DM und schaue da noch ein bisschen. Und ich dachte, dass sehr viel los ist eigentlich unter der Woche. Aber da sind ja auch teilweise so viele Leute auf der Arbeit. Und ja, ich, wie gesagt, ich schaue jetzt noch ein bisschen. Leute, ich bin jetzt gerade wieder daheim angekommen und bin tatsächlich fündig geworden mit dem, was ich gewollt habe. Und ich werde aber dazu nochmal einen extra Haul abdrehen für euch. Und deshalb, ich werde euch jetzt mal schnell zeigen, was ich vorhin gemeint habe mit ausgeleiert. Und zwar habe ich die Federn hier beide ausgeleiert. Jetzt hält mein Handy nicht mehr in dem Dings drinnen in der Halterung und fällt raus, sobald ich das Ding ein bisschen nach unten kipp. Und ja, jetzt muss ich mal schauen, ob ich mir da ein neues kaufe oder ob ich es einfach so lasse. Und auf jeden Fall werde ich mir jetzt so langsam mal Gedanken machen, was es bei mir heute Mittag gibt, weil es schon 10:30 ist und ich jetzt dann auch irgendwann mal das Kochen anfangen muss. Spätestens dann, wenn ich den Haul für euch abgedreht habe. So Leute, der Haul ist jetzt für euch auch abgedreht. Und ja, ich habe jetzt da eigentlich alles gezeigt, was ich heute gekauft habe. Der kommt dann in den nächsten Tagen online. Man weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz genau. Ich weiß auch nicht, ob die Mama das dann heute gleich dekoriert, wo sie im Wohnzimmer hat, wo ich ihr die Kugeln besorgt habe. Die kann ich euch zeigen schnell. Seht ihr halt dann im Hall einfach nochmal. Aber ich habe ihr da so Kugeln gekauft in so einem Blaustich und in so einem Silber. Ich weiß bloß nicht, ob die zu groß dafür sind. Und ich habe noch ein paar andere Kugeln gekauft und noch so ein festes Haarshampoo. Und so eine Creme habe ich noch gekauft in den runden Dosen, wo es da gibt. Und ja, wie gesagt, der Haul dazu kommt in den nächsten Tagen dann online. Ja, ich werde jetzt hier meinen Tisch schnell noch aufräumen. Das habe ich vorhin einfach liegen lassen. Und werde jetzt schnell anfangen, Plätzchen zu backen. Beziehungsweise den Teig zu machen, weil der 2 Stunden in den Kühlschrank muss, meine ich, hat meine Mama gesagt. Und eigentlich wollte ich das heute früh schon machen. Aber dann war ich doch länger beim Einkaufen, als ich eigentlich gewollt habe. Weil ich so einfach noch ein paar Minuten rumgeschlendert bin. Und ja, wie gesagt, da ist das Rezept, wo ich die Plätzchen dazu machen will. Und da muss ich jetzt zunächst schnell den Deich machen. Dass der in meinen Kühlschrank kommt. Und dann werde ich mir schnell was zu essen machen, was weiß ich selber noch nicht. Wobei meine Oma gerade geschrieben hat, ob ich mit runterkomme zum Mittagessen. Und ich glaube, das werde ich dann noch machen. Dann muss ich nichts kochen. Und ja. Thank you.
das jetzt in Alufolie angepackt, beziehungsweise in Frischhaltefolie. Und der kommt jetzt 2 Stunden in den Kühlschrank und dann werde ich den nach dem Mittagessen fertig machen, circa so um 13:30 rum. Und wir haben jetzt 11:45 und werde den danach fertig machen. Und mal schauen, vielleicht schaffe ich es auch noch, den anderen Teig für die Mama gleich vorzubereiten, dass die heute Abend dann weitermachen kann. Und ja. So Leute, so schaut es jetzt hier bei mir gerade aus. Und ja, der Ofen ist jetzt auch schon vorgeheizt. Und ich würde sagen, ich tue jetzt das erste Blech in den Ofen schon mal. Und danach geht's weiter. Ich melde mich jetzt auch mal wieder bei euch. Und zwar habe ich meinen Bruder und noch jemanden gerade von der Arbeit abgeholt. In der Zeit hat die Mama die Plätzchen fast gar fertig gebacken gehabt. Bisschen Teig ist noch da. Das macht sie, glaube ich, jetzt gar fertig. Und ja, ansonsten werde ich mir jetzt was zum Essen machen, wenn sie dann in der Küche fertig ist. Und ja, ich habe mir jetzt mal was zu essen gemacht. Und zwar Kartoffelbrei. Und danach gibt es bei mir noch Reste. Und dann kleben wir die Plätzchen zusammen, die ein bisschen dunkel geworden sind, schon fast verbrannt sind, die ich vorhin gemacht habe. Weil unser Ofen irgendwie einseitig backt, keine Ahnung. Und die kleben wir dann mit Nutella zusammen und dann werden die danach noch gegessen. Und ja. Ich habe jetzt gerade euer Video bearbeitet und werde jetzt noch schnell mit euch den Adventskalender zusammen öffnen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wo 6, wo die 5 ist. Und zwar habe ich die hier schon. Und wie man auch gesehen hat, ist da wieder was zu naschen drinnen. Und zwar Joghurtte. Ja, freue ich mich, esse ich gern. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch schon für heute und schneide euer Video gar fertig. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!